Es wird viel gestrahlt beim Pressetermin der Frauenfußballnationalmannschaft in Köln. Eigentlich geht es hier um den einwöchigen Konditionslehrgang. Doch für Gira Bayramay steht ein anderes Thema im Mittelpunkt. Heute wurde ihr Wechsel von Turbine Potsdam zum 1. FFC Frankfurt offiziell bekannt. Jetzt kann ich mich auch voll auf die Nationalmannschaft konzentrieren und trage das jetzt die ganze Zeit mit mir. Von daher bin ich schon froh, dass es jetzt endlich raus ist. Schwierig ist die Situation, weil der Wechsel zur neuen Saison zwischen den Vereinen für große Unruhe sorgt. Turbine-Trainer Bernd Schröder wirft dem FFC vor, Verhandlungen hinter dem Rücken des derzeitigen Vereins geführt zu haben. Frankfurts Manager Siegfried Dietrich kontert, der Transfer sei sauber und in Absprache mit dem Turbine-Management vollzogen worden. Bayramay bleibt zwischen den Fronten. Ich will jetzt einfach den nächsten Schritt machen, was Neues ausprobieren. Ich hatte zwei sehr, sehr erfolgreiche Jahre in Potsdam. Es war die schönste Zeit, die ich in meiner Karriere hatte. Und jetzt will ich einfach was Neues ausprobieren. Ein wichtiges Spiel mit dem alten Verein steht allerdings noch auf dem Programm. Nach dem Champions-League-Sieg im vergangenen Jahr trifft der Titelverteidiger am 26. Mai in London wieder auf Olympique Lyon. Bis dahin sollte sich der Aufruhr um den Wechsel wieder gelegt haben. Es hat auf jeden Fall gar keine Auswirkung für das Finale in London. Für mich, für die Mannschaft oder auch für den Trainer. Zuvor steht allerdings noch eine intensive Vorbereitung auf die WM an. In Köln trainieren die Fußballfrauen bis Samstag. Vor der WM im Juni sind noch 5 weitere Lehrgänge geplant.